Meine Damen und Herren, wir reagieren auf eine neue Straßenumfrage von Laso. Das Video nennt sich: Würdest du OnlyFans machen für Geld? Bin ich gespannt. Die Aubergine, ein Symbol für Jack. Wo findet man denn auf die? Genau, auf OnlyFans. Das ist das heutige Thema, meine Damen und Herren. Sehr sympathisches Intro an der Stelle. Schleifen. Heute reden wir über OnlyFans. Wir stellen ein paar Leuten Fragen über das Thema OnlyFans. Was halten sie denn von OnlyFans? Was würden sie machen, wenn ihre Freundinnen oder Freund OnlyFans machen würde? Wie würden die reagieren? Steifen, bra, steifen. Aubergine, meine Damen und Herren. Behaltet es euch im Hinterkopf. Vor allem du, Chan. Aubergine. Steifen, bra. Bruder, ich feier das. Hat er weiß, ich feier die Videos. Er springt mir. Es macht Spaß, Bruder. Es ist einfach so, als wäre mir ein Video dabei. Es bockt sich einfach brutal im Stream, seien wir ehrlich. Ja, steifen. Es kam aber genau da, womit ich damit gerechnet habe. Steifen, Laso? Das heutige Thema ist OnlyFans. Was ist deine Meinung zu OnlyFans? Also, ich würde es nicht machen, aber ist jedem seins. Okay, also, du findest es okay, aber du würdest es persönlich nicht machen. Also, ich finde es eigentlich nicht okay, sich zu verkaufen. Würdest du es auf keinen Fall machen, egal was ist? Nein, das wäre das allerletzte, was ich machen würde. Ein Symbol für ja. Wie heißt du? Oh nein! Alles nur das nicht. Du? Mehmet. Mehmet? Ja. Okay, er heißt Mehmet. Was ist deine Meinung zu OnlyFans? Scheiße, Bruder. Scheiße? Okay, ja. Was heißt das? Unnötig. Ich meine, wozu gibt's Seiten? Okay. Okay, hast du recht. Es gibt ja zwei Kategorien. Es gibt ja einmal Leute, also die OnlyFans machen und knacken. Dann gibt's ja auch Menschen, die tun einfach nur ein bisschen sich freizügig anziehen und diese Bilder verkaufen. Wozu gibt's Instagram? Wow, Mehmet heute am Kontern, Digga. Stimmt, auf Instagram kriegt man die Bilder kostenlos. Ja. Mehmet? Ich bin der Tobias. Heißt du echt Tobias? Tobias. Oh nein. Okay, ich ahne Böses. Ich will keine Katze von Tobias sehen am Ende, okay? Stabil, ey. Was ist deine Meinung zu OnlyFans? OnlyFans ist gut erstmal. Ist gut. Das hab ich schon fast gedacht, Bruder. Aber die sind teuer. 9 Euro. 9 Euro ist zu viel. Bitte. 9 Euro, bitte. 9 Euro Ticket, Bruder, was denn? Mach runter, wenn 1 Euro oder 50 Cent, aber 9 Euro. Ich kann bei XNXX gehen, die ist ja kostenlos. Mehmet? Wer es machen will, soll es machen. Wenn ihr es nicht macht, macht es nicht. Im Endeffekt ist eure Entscheidung. Ja, korrekt. Mehmet, würdest du es jetzt machen? Nein, eigentlich nicht. Nicht so? Nee. Auch wenn du jetzt weißt, du verdienst sehr gut Geld? Denke eher weniger. Also ich glaube, mein Freund hätte auch bestimmt was dagegen. Oh, doch kein Hallo. Okay, tschüss. Ah, hast einen Freund. Okay, was würdest du tun, wenn dein Freund das jetzt machen würde und du würdest es jetzt erfahren? Ah, ich wäre schon ein bisschen sauer, weil er mir da nichts gesagt hat. Aber wenn er das unbedingt machen möchte, soll er machen, aber... Auch mit anderen Frauen, oder? Nein, mit anderen Frauen. Nein, bloß nicht. Das ist auf keinen Fall. Mehmet? Okay, und auch wenn jetzt zum Beispiel... Ah, da ist eine Biene, Wespe. Ey, geh doch weg, Alter. Ey, lass Lars in Ruhe, Alter. Okay. Man muss stehen bleiben, wenn Wespe da ist. Hat mein Vater immer gesagt. Hat jeder gesagt, Digga. Und dann wurde ich mal gestochen. Alles Bluff. Ich hab so Angst vor Wespen, Alter. Was würdest du tun, wenn deine Freundin OnlyFans machen würde nach einem Jahr Beziehung und du würdest es erst nach einem Jahr erfahren? Oder Schluss machen. Würdest du nicht ausrasten? Natürlich, weil sie hat es mir ja nicht gesagt so. Und ich habe keinen Anteil bekommen. Stell dir das Szenario bitte ich vor. Nach einem Jahr Beziehung, ja. Du schaust auf dein Handy, du kriegst auf einmal so OnlyFans-Videos von deinen Kollegen. Ey, Bruder, ist das nicht deine Freundin? Dann siehst du, irgendein Typ knackt deine Freundin. Was würdest du machen? Bruder, ich würde zu meiner Freundin hingehen und es ihren Eltern zeigen, weil dann knacken ihre Eltern sie. Wie ein Schloss. Ja. Knacken wie ein Schloss. Mehmet, nehmen wir mal als Beispiel, irgendjemand aus seiner Familie ist erkrankt und braucht eine Operation und sehr viel Geld. Du musst in kurzer Zeit sehr viel Geld auftreiben. Junge, lass doch das Mädchen in Ruhe, Bruder. Sie will nicht machen, lass sie. Würdest du es dann machen? Nein, ich würde Fußbilder verkaufen. Fußbilder? Ja, mit so weißem Nagellack und so. Ja, aber das ist ja auch OnlyFans. Ja, aber nicht so, wo man jetzt so poppt und so. Also das würde ich nicht machen. Mehmet, würdest du deiner Freundin erlauben, OnlyFans zu machen? Niemals. Niemals. Wenn sie alleine Fingerie machen, ist okay. Wenn sie alleine... Der Bruder kauft sich ganz Deutschland, wenn es nur 1 Euro ist, aber seine Freundin soll es nicht machen. Fingerie machen ist okay. Fingerie? Ja, Fingerie. Ja, okay. Wir distanzieren uns komplett vom Fingerie, Bruder. Ja, mit dieser Karotten so. Von Karotten distanzieren wir uns aber auch komplett, Bruder. Oh, ist okay. Aber sie soll nicht mit einem anderen Mann panieren. Du meinst... Panieren. Du meinst, andere sollen sie nicht knacken? Ja, andere sollen nicht knacken. Aber alleine geht, alleine geht. Ein Symbol für ja. Ich glaube, das Einzige, was ich von meinem Körper aus jetzt präsentieren würde, sind meine Füße. Digga, was ist los mit euch, ihr kranken Menschen? Ihr steckt eure Füße in euer Arsch. Lasst mich in Ruhe mit euren Füßen, Bruder. Ihr kranken Menschen. Okay, also Fußbilder würdet ihr jetzt machen, ohne Gesicht zu zeigen? Ja, ohne Gesicht, ja, und eher so anonym. Auf anonym, ja. Also nicht, dass man weiß, wer es ist auch. Okay, verstehe.
Naja, dann hast du dich aber auch verkauft. Wo ist denn der Unterschied? Ob die Leute sexuell deinen Fuß anziehen finden und du deinen Fuß verkaufst anonym oder ob du anonym deinen Körper verkaufst, Bruder? Ich hab euch. Würdest du OnlyFans machen, wenn du jetzt nicht so freizügige Bilder, sondern jetzt, also jetzt nicht so freizügig halt? Aber dann würde ich Fußbilder oder sowas machen. Junge, was habt ihr denn alle mit euren Fußbildern, Bruder? Ist das eine Sekte geworden? Euch. Das sagt irgendwie jede Frau. Also wir haben heute mehrere Damen. Ja. Walla, was denn los? Interviewt und jede von denen hat... Digga, ich finde Füße so ekelerregend, Bro. Was ist denn los mit euch? Gesagt, ich würde eher nur Fußbilder machen. Meine Füße sind hässlich, deswegen geht das nicht. Ja, behalt deine Füße für dich, Digga. Es gibt keine Definition von schöner Fuß, hässlicher Fuß. Der Fuß ist der schlecht... Ach, Scheiße, fick. Digga, ich sag dazu gar nichts mehr. Ja, ich glaube, egal wie deine Füße aussehen, dann gibt's schon ein paar Verrückte, die dafür zahlen würden. Stimmt, das kann gut sein. Ja. Mehmet, würdest du OnlyFans machen? Bruder, ich würde OnlyFans machen, aber ohne zeigen. Ohne, also so, nur so Oberkörper. Ja. Was, wenn dein Chef das sehen würde, dass du OnlyFans machst? Ich würde dem fragen, ob es ihm gefällt. Okay, was, wenn er sagen würde, entweder wir knacken bei deinem nächsten OnlyFans miteinander oder du bist gefeuert? Ist mein Chef geil? Der ist schon ein stabiler Typ, ich sag dir ehrlich. Dann schon knacken. Er sieht aus wie Captain America. Boah, dann heftig knacken. Kann man machen, ey. Stabil, Mehmet. Danke. Stabil, ey. Steifen, Mehmet. Danke, dass du dabei warst, Mehmet. Würdest du OnlyFans machen? Würdest du b***en vor Kamera? Ja. Ja. Okay. Ja. Also für Geld halt. Ja. Aber bei mir 10 Euro. Weil die sind gut. Digga, wir distanzieren uns von deiner Aubergine, Bruder. Aber komplett, Bruder, hab ich gar keinen Bock drauf, Tobias. Maschine. Fingerie? Ja, Fingerie. Bruder, bitte, alles nur das nicht. Was würden deine Eltern dazu sagen, wenn du OnlyFans machen würdest? Boah, ich glaube, mein Vater würde mich hauen. Wie distanzieren uns an der Stelle auch von Gewalt? Meine Mutter würde mich noch mehr hauen. Von das distanzieren wir uns auch. Und am Ende würde ich in irgendeinem Grab liegen. Verstehe, okay. Ja, das ist halt ein heikles Thema. So. Eltern würden ihre Tochter nicht gern so sehen. Boah, gar nicht, gar nicht. Wenn ich so mein Kind sehen würde, boah, ich würde das überhaupt nicht okay finden. Ich würde es nicht unterstützen. Fingerie? Ja, Fingerie. Und was haltet ihr von den Menschen, die sowas kaufen, so Fußbilder und so? Ja, die sollen es halt machen. Ich persönlich denke mir so, boah, was will man mit Fußbildern machen? Aber fühl ich. Boah, es gibt halt Leute, denen es gefällt. Ist weird, einfach weird. Ja, das ist keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. So Füße, so benutzt man zum Laufen, weißt du, was ich meine? Man hat seine eigenen Füße, so warum guckst du nicht deine eigenen Füße an? Nein. Allah stark. So, wir sitzen jetzt hier gerade in McTonald's. Wie ist dein Name? Dominik. Dominik, was ist deine Meinung zu OnlyFans? Habe ich prinzipiell keine. Ich habe nichts dagegen so, aber unterwegs war ich auch noch nie da drauf. Ist eher so eine Plattform für zum Beispiel prominente Personen, die Sachen aus ihrem Leben zeigen. Eher intimere Sachen, ja. Wie würden denn deine Eltern drauf reagieren, wenn du OnlyFans machen würdest? Machen das auch Männer oder was? Es gibt Männer, die knacken halt auf OnlyFans. Ja, also die kennen sich bei sowas überhaupt nicht aus, aber wenn sie das irgendwie rausfinden, dann würden sie denken, ich bin, keine Ahnung, verrückt. Die würden jetzt nicht sagen, ey, unterlass das jetzt. Ich kann machen, was ich will. Prinzipiell, aber da würden die ganz klar Nein sagen. Ja, verständlich. Meine Eltern würden mich auch komplett vermöbeln. Mitsamt Gürtel, Kochlöffel und alles, was es so gibt in der Küche. In der ausländischen Küche. Ja. Steifen. Bratpfanne so. Fingerie? Ja, Fingerie. Es gibt viele, Bruder. Scheiß auf OnlyFans. OnlyFans ist teurer, was ich meine. Es gibt viele kostenlose Seiten, die Dinger, es gibt auch Twitter. Twitter ist auch kostenlos. Danke dir, dass du dabei warst, ey. Tobias, stabil, ey. Tobias kann ich auf jeden Fall aus. Ey, Fingerie? Ja, Fingerie. Ping-Pong-Bälle, die fliegen. So ungefähr in diesem Volumen sind meine Klöten. So. Fühl ich. So ungefähr Pi mal Daumen. Wir sind einer Meinung und sie stimmt mir zu, ich stimme ihr zu. Stabil auf jeden Fall. Wie heißt du nochmal? Marivan. Marivan, stabil. Stabil, weiter so. Mehmet, Rolltreppen. Wir befinden uns gerade auf Rolltreppen. Erfunden 1967 von Hassan ibn Einstein. Der kurdische Physiker hat das erfunden, weil Menschen Schwierigkeiten hatten, auf hohe Gebirge zu laufen. Deswegen hat der Hassan ibn Einstein Rolltreppen erfunden. Das waren Rolltreppen, meine Damen und Herren. Dankeschön für die Information, Digga. Jetzt nur rein theoretisch. Ich will ihn nicht mehr sehen. Der Typ ist langweilig, Mann. Sagen wir mal, du würdest sehr viel Kohle verdienen. Irgendwas. Mit OnlyFans. Würdest du dafür so deinen Schniedel zeigen?
Ich schniedel, ne? Nee, würde ich nicht. Nee, würde ich nicht. Weil Geld ist nicht alles. Wie gesagt, ich sag, man kann auch so genug Geld verdienen. Auf anderen Wegen. Wieder mein Bruder, gib mal ein paar Tipps. Du würdest. Ich reagiere mal auf Younes Videos. Bitte hilf mir. Nicht machen. Nee. Für 500.000. Okay, ja. Der Dominik ist auf jeden Fall nicht käuflich. Das ist sehr, sehr gut. Lass Dominik in Ruhe, Bruder. Dominik hat eigentlich gar keinen Bock auf das Video, Bro. Gut. Sein Schniedel würde er nicht zeigen. Schniedel. Für 500.000. Ich würde es auch nicht machen, meinen Schniedel zeigen für 500.000. Aber ich kenne da ein paar Leute, die es machen würden. Steifen. Steifen. Dann bist du käuflich? Jeder ist käuflich, es kommt auf die Summe an. Fingeri? Ja, Fingeri. Wenn ihr knacken wollt, dann meldet euch bei Mehmet. Findest du irgendjemanden aus deiner Klasse heiß? Sag mal jetzt unter uns. Das sieht keiner, ja. Nur unter uns. Ja, gibt schon ein paar süße Mädchen. So, sag mal so anonym, so ey, paar Nachrichten an diese Mädels. Sieht sehr super aus, macht weiter so. Und ich hoffe, ihr werdet nicht abstürzen und macht auch nicht Fans. Frage an die Mädels aus deiner Klasse, würdet ihr mit Mehmet was anfangen wollen? Schreibt es unten in die Kommentare, vielleicht liest es dann der Mehmet. Steifen Mehmet, weiter so. Ey, danke, dass du dabei warst, Mehmet. Steifen, Dominik. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt. Steifen. Steifen. Ich warte nur auf den Endcard. Bullets, Bullets! Rascha! Rascha, komm alle JD vorbei, ja? Wir haben Rascha! Steifen, ey. Jungs, ciao, wir sehen uns. Ein Symbol für Jack. Mehmet. Fingeri. Ja, Fingeri. Mehmet. Kannst du so tanzen wie ich, Can? Steifen. Wenn ihr... Lass mich in Ruhe. Knacken wollt, dann meldet euch bei Mehmet. Fingeri? Ja, Fingeri. Die Fuchs-Mini-Würstchen. Fingeri? Ja, Fingeri. Wenn ihr knacken wollt, dann meldet euch bei Mehmet. Bullets, Bullets! Rascha! Rascha, komm alle JD vorbei, ja? Ein Symbol für ja. Ich will keine Rascha mehr hören. Fingeri? Ja, Fingeri. Also, was machst du eigentlich? Ich suche einen guten Wein für Chambrock. Er hat eine neue Dame kennengelernt und... Ich bring den beiden einen guten Wein, damit... Wallah, Ehrenmann, ich hab keine Dame... Die Achso, er meinte Psychopathen, glaub ich. ...nacht auch Sex haben miteinander. Nee, von Sex distanziere ich mich, Lasso. Ja, und übrigens war's das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere Themen sehen wollt auf meinem Kanal, beziehungsweise Straßenumgang, dann lasst es mich wissen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Fingeri? Ja, Fingeri. Ein Symbol für Jack. Wallah, Jungs und Mädels da draußen. Seid ehrlich, habe ich euch nicht gesagt, diese Straßenvideos werden ihm taugen? Bruder, ich bin sehr stolz auf Lasso. Er zieht jetzt endlich wieder durch, ist aktiv geworden und es läuft, Bruder. Wallah, es läuft. Diese Aufrufe sind sehr stabil, Bruder. Sehr stabil, er muss nur weitermachen, es wird immer besser und besser und er könnte übernehmen. Wenn ihr heute auf weitere Videos von Lasso reagieren sollen, dann gebt es wieder einen Daumen hoch, damit ihr Kanal würde mich sehr freuen. Abonniert auch Lasos Kanal und motiviert den Jungen weiter, er soll weitermachen, Bruder, es macht mies Spaß. Ich, guck mal, das war ein Video, wo ich 10 Minuten vergessen habe, was 10 Minuten sind, Bro. Es war sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Wallah.